Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ich muss mal kurz überlegen, was jetzt Rise of the Tomb Raider war, Shadow of the Tomb Raider. Ich würde mal Rise sagen, weil ich mag Shadow. So, wir springen jetzt ins kühle Nass. Das ist bestimmt total schlau. Während des Schwimmens halten Sie A, um aufzutauchen und B, um unterzutauchen. Drücken Sie linken Stick oder halten Sie, um schneller zu schwimmen. Alles klar. Wo muss ich denn hin? Ich muss nach da unten hin. Okay. Okay, okay. Ach, guck mal, was ist denn da? Haben wir Luft? Haben wir bestimmt, ne? Ich weiß noch nicht, wie viel. Okay. Ich muss mich auch unter Wasser ein wenig umgucken. Da unten zum Beispiel. Auch noch was. Schnell mal. Ich spüre Vibration. Das heißt, uns geht wahrscheinlich gleich die Luft aus. Hier. Oh ja. Jetzt aber los. Und wieder schnell nach oben. Eine Anzeige wäre gut. So, da unten so eine Pflanze. So, wir waren da und wir waren jetzt da. Ich gucke jetzt nochmal extra auf die Map, ob wir was übersehen haben. Sieht aber nicht so aus. Was ist das hier? Überlebensversteck. Achso. Ja, sieht gut aus. Alles klar, dann würde ich sagen, auf in die Tiefen. Da holen wir uns dann noch schnell die Pflanze hier. Und dann geht es auch direkt schon weiter. Das war eine Moräne, oder? Hier schwimmen Knochen rum. Alles klar. Einmal schön umschauen. Das wird bestimmt nicht einfach so gehen. Ja. Natürlich. Menschenfressende Moränen. Das ist bestimmt total real. Jo, jetzt wird es auch noch eng. Großartig. Hast du einen guten Weg ausgesucht. Das läuft. Wir haben auch kein Glück, ne? Wie wirft denn der Stein ins Wasser? War bestimmt Jonah. Ich hoffe, ich mache das richtig. Man muss sich ja positiv sehen. Jetzt sind wir zumindest sauber. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Mhm. Aber zuerst können wir auch selber Pfeile herstellen. Bock. Kann ich das hier irgendwo zufällig auch machen? Nee, ne? RT. Ach, hier. Herstellen, halten. Alles klar. Vier Stück immer. Hier hat gerade irgendwas geschnurrt. Natürlich. Hier brauchen wir wieder das verstärkte Messer. Wir müssen uns ja hier auch mal die Stellen merken, ne? Weil eingezeichnet werden die jetzt nicht wirklich. War da was? Nein. Ich dachte, ich hätte im Augenblick was gesehen. Und guck mal, hier ist wieder sehr fallenlastig heute. Alter. Mädchen, das war aber...
Jetzt Haaresbreite, ne? Okay, man muss wirklich ein bisschen auf Fallen achten, tatsächlich. Also nicht einfach durchstürmen, sondern... Da geht's ja tief runter, sondern auch schon zusehen, ne? Dass man guckt, wo man hinläuft, vorsichtigerweise. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Mhm. Zufall, dass die alle dann genau dann hochgehen, wenn ich da drauf bin. Mhm. Benutzen Sie Hartholz, um geräuschlose Pfeile herzustellen und für Waffen-Upgrades im Basislagern. Geräuschlose Pfeile, Waffen-Upgrades und Outfits. Alles klar. Ach, genau, man kann ja nur an Basislagern leveln, ne? Stimmt ja. Da war ja noch was. Wir sind ja nicht eigentlich alle so tot. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Tu dir keinen Zwang an. Ich vermute, dass wir... Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Mhm. Das war noch was. Hallo? Aha. Muss ich da... Ach, nee, hier? Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Das ist so ein Basislager oder sowas, ne? Ah, okay. Ist das ein... Nee. Gold. Golderz. Verkaufen Sie Golderz an Händler. Seltenes Metall gefunden, Goldadern und Schatztruhen. An Händler verkaufen. Alles klar. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Mhm. Entspann dich mal. Wir wissen ja schon lange wie. Wir gucken halt nur erstmal ein bisschen durch die Gegend. Ne? Guck natürlich auch, ob ich nichts vergessen habe. Darum hebe sie die Glocke. Das war zack, zack. Ich kann nicht mal schnell laufen jetzt. Das hast du sehr schön gemacht, liebe Lara. Einsatzziele werden bei Überlebensinstinkten hervorgehoben. Drücken Sie erst, um Überlebensinstinkte zu aktivieren. Jawohl. Sie war jetzt ja auch nicht allzu schwer, ne? Also, so weit sind wir ja nun mittlerweile auch schon. Doing. Der war knapp. Wir sind sehr unauffällig. Und wir hatten gerade einen Tonaussetzer. War bestimmt gewollt. Oh, guck mal, da hinten ist auch noch alles. Irgendwie komisch. Da oben auch. Muss ich jetzt da rüber springen? Anscheinend. Alles klar. Warte, hier ist so eine Flöte. Boing. So, eine noch. Sehe ich hier zufällig noch irgendwo? Irgendwie, die werden ja leider nicht aufgeploppt. Vielleicht können wir es ja später skillen. Wir werden es erfahren. Später. So, damit kenne ich mich auch noch aus. Guck mal, da unten blinkt es noch gar vorzüglich. Verbinden. Jo, krieg ich hin. Das weiß ich auch noch. Es ist tatsächlich alles wie beim Vorgänger. Klatsch, klatsch, klatsch. Kannst du sagen.
Kann ich mich hier irgendwie runterlassen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde aber gerne. Halt, hier so ein Ort. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden. Der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes. Der Großmutter aller. Ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Da ist eine Falle. Was rieche ich ja schon meilenweit. Meilenweit. Also kannst du mir erzählen, was du willst, aber der wäre doch voll durch den Kopf gegangen. Alles andere halte ich für ein Gerücht. Wie komme ich jetzt da hinten runter? Ich habe doch hier genau. Oh, guck mal hier. Was ist das denn? Ein Dokument. Moment. Moment, da ist ein Dokument. Wo ist das denn? Da unten. Habe ich das übersehen? Ernsthaft? Jetzt hör mal auf. Tatsächlich. Das ist ja ein Huhn, da habe ich es tatsächlich übersehen. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Mam. Bericht der Nachhut. Mam. So, wie komme ich jetzt nach da unten? Ich möchte hier noch runter. Ich sehe nur da was zum Dranhängen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkommen soll. Da komme ich nicht hoch. Ich wüsste auch nicht von wo. Müsste ja irgendwie von da irgendwo sein nachher, oder? Vielleicht von da drüben irgendwo. Ich kann reinzoomen. Oh, geil. Kann ich mir das markieren irgendwie? Hier so, ich habe es ja jetzt gesehen. Guck mal, da blinkt's. Nee. Was war das denn? Mal gucken, wenn ich mich da runterlasse, dann kann ich mich da abseilen. Schwierig, schwierig. Wie muss man da hochkommen? Ich meine, das eine Ding hier ist abgestürzt, ne? Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Aber gut, normalerweise solche Spiele machst du ja locker eigentlich auf 100, ne? Ich will. Kann ich irgendwie speichern? Warte mal. Ja, Spiel speichern. Guck mal, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich bin jetzt mal mutig. Ich speichere mal hier. Ach, hat er schon. Ich speichere nochmal. Jo, das, au, au, alles klar, alles klar, alles klar, warte. Ich kann. Lädt er jetzt da, wo ich gespeichert habe, oder lädt er jetzt irgendwo? Mein Rückweg ist weg. Nee, doch nicht. Ah, nice. Ah, dann weiß ich jetzt. Zack. Komm ich jetzt da nämlich rüber. Ah, das wusste ich gar nicht. Das ging auch im Vorgänger nicht, ne? Oder? Dass wir uns da so festmachen konnten. Huch, falsche Taste, Entschuldigung. Das wäre mir neu, wenn das so ging. Glaube ich nicht, wa? Guck mal, hier ist eine Kiste. Truhen der Konquistadoren enthalten seltene Ressourcen und alte Artefakte, die wir nicht öffnen können. Ja, ist ja großartig. Ja, immerhin ist sie markiert.
Jetzt weiß ich allerdings immer noch nicht, wie ich nach da unten hinkommen soll. Und hier ist sonst nichts, ne? Nee. Akutes Nein. Daran bringt mir auch nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich da unten komme. Ich meine, gut, das sind nur Ressourcen letztendlich. Also, so what? Aber wäre halt trotzdem nice to have, ne? Ach, ja toll. Wofür speichere ich denn das Spiel, wenn er das sowieso nicht... Hier, voll durch den Kopf, Junge. Voll durch den Kopf. Ich sag dir das. Was ist das Blut? Okay, Spiel speichert automatisch. Mhm. Ich gehe erstmal hier hoch. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja. Aktuell gibt es ja keinen Rückweg, ne? Guck mal, und da unten kommen wir ja auch nicht so hin. Da hinten, wo es leuchtet. Da kann ich mir einen abkurbeln. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, ist auch nur ein bisschen nervig, dass du ständig wiederholst. Nur wenn ich mich hier gerade umgucke. Hier ist noch ein Morgen. Die muss ich bestimmt erstmal anschieben, oder? Ich tue es einfach mal. Und dann kurbel ich jetzt hier, drehe das Ding. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Dann ziehe ich den Karren hier hoch. So, stopp. So, und dann lasse ich das Ding gleich losflutschen und dann ist hier Geburtstag. Kann ich das durchschneiden? Jawohl. Tschüss. Das war bestimmt total schlau. Uns hat bestimmt noch keiner gehört. Also... Wir sind noch völlig unauffällig. Ach, guck mal, wer da ist. Hallöchen. Das war's. Für die Dunkelheit. Sehr gut. Erste Herausforderung abgeschlossen. Wie viele haben wir da noch? 22, das Land noch. So, jetzt müssen wir nämlich... Hier oben drauf, glaube ich, ne? Von hier nach da darüber. Zack. Läuft. Bei uns läuft es. Weiß zwar noch nicht genau wohin, aber es läuft. Schrecken, du Arschloch. Was ist los mit dir, Junge? Okay. Jetzt werden wir uns gleich gut abseilen. Wie sagt ihr das? Trinity ist mit Sicherheit nicht hier. Ganz bestimmt nicht. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm.
Ein Erdbeben? Ein Vulkanausbruch? So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Das war nicht schlimm. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Natürlich hat sie das. Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ihr habt gesucht. Was? Ja, ihr habt gefunden, was ihr sucht? Und jetzt beginnt die Belagerung? Also mich oder was? Ui. Das ist nicht so gut. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Krankenwand zu bewegen. Nur für die LS. Okay, um sich in Krankenwand zu bewegen und aber unentdeckt zu bleiben. Wie läuft's mit der Pumpe? Nicht so gut. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Ich würde gerne sneaken. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Na, großartig. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Okay. Komm her. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Status? Fast geladen. Verstanden. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ich hab hier vielleicht was. Ich sehe mich mal um. Vorposten, ich hab hier was. Melde mich wieder. Ich sehe nichts. Na toll. Das hat ja nicht so gut geklappt. Tjo, läuft. Und wie gehe ich denn in Deckung oder so? Was ist das hier noch? Du hast keine Privilegien mehr. Kommando, hier
sind Gamma-Leader. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen. Keine Zeugen. Deine Mutter hat auch keine Zeugen. Okay, das war nicht so, jetzt die fallen jetzt nicht gegen die Tour. Da arbeite ich aber jetzt noch dran. Ich schwöre. So, warte, ich muss mal gucken, aber übersehen. Nur die Kiste da und ansonsten alles andere, was wir nicht öffnen konnten. Ich muss schnell sein. Vor allem erst ums unentdeckt bleiben. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk an. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rook und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen, aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Brand. Ziel in Sicht, treibt mich zu, Versteck! Alter, ich bin ja instant tot hier. Läuft der hier bei mir? Leck mir Arsch. Okay, schnell wechseln geht auch. Na, wo ist er? Da. So, die gucken, was wir so gebrauchen können. Stacheldraht, kommen wir nicht hoch. Moment, hier haben wir was. Da. Nur mit der Kiste. Uff, ins Gefecht, wa? Freunde, Freunde. Natürlich! Na toll. Wie konnte der mich denn jetzt sehen? Sie tötet unsere Leute! Scheiße! Verstanden! Ziel gesichtet! Er sagt, Hauptsache Gesicht angemalt, oder? Frage, sehen die mich jetzt immer noch? Ja, großartig. Wofür bin ich denn? Offensichtlich. Hoffentlich waren das alle. Ja. Mhm. Das läuft ja hier wie Sau. Dose? Das ist bestimmt ein Wurfwerk, ne? Jo. Ach, warte mal, Schrapnellgranaten. Mhm. Alles klar. Erstmal hier oben gucken. Wenn ich den Kanister kann, ich glaube ich anzünden. Ach, ich drück immer A. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Okay, das Heilen hätte ich gerne auf dem schnellen Slot irgendwie gehabt und nicht umständlich mit zwei Tasten. Das ist voll dämlich eigentlich.
So, Munition. Jetzt mal's abluken. Wie voll. Mach mal Nachlader hier. Immer noch voll. Nehmen wir alles mit, was keine Miete zahlt. Ja, lass los. Das hätte man auch anders regeln können, bin ich mir fast sicher. Aber nur fast. Alle haben Geld dabei, geil. Das war mit Sicherheit auch nicht alle. Aber ich würde sagen, ob es alle waren oder nicht, erfahren wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Shadow of the Tomb Raider. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.